Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Sauber C und herzlich willkommen bei AGF Radio TV. Ja, wunderschön sonnig heute. Ihr liegt mit Sicherheit alle schön am See oder im Biergarten oder wo man auch sonst hingehen kann. Macht nichts, jetzt werden die News gemacht und dann geht's auch für mich raus und ins Kino und Ted 2, ach, das interessiert sowieso keinen. Fangen wir an mit den Nachrichten. Feuergehend, die sind jetzt unter die Vlogge gegangen und das heißt, ihr erstes Videotagebuch findet ihr hier neben mir oder eben verlinkt in der Infobox. Am 14.8. erscheint das neue Album von 9mm, Nitro Killers. Und an diesem Tag findet im Kult in Nürnberg eine schicke 9mm Deutschrock-Party statt. Da gibt es erstens ein kleines Unplugged-Konzert von den Jungs. Dann gibt es eine Autogrammstunde, ein Meet and Greet und natürlich Musik von dem AGF Radio. Wir sind natürlich auch mit vor Ort und beschallen euch mit guter Musik. Nummer 5 lebt, oder wie hieß der Film damals? Ja. Beerdigung, die bringen ihr Album Nummer 5 scheinbar raus, denn das Skript oder wie auch immer man das Bild hier, was ihr hier seht, interpretieren kann, wird es ein neues Album von Beerdigung geben. Wann, wissen wir natürlich noch nicht. Das letzte ist ja jetzt, naja, könnte langsam schon mal wieder ein neues kommen, glaube ich. Und ja, Nummer 5 soll es wohl nicht heißen, obwohl man da so schön viele Spielchen mit dem Film Nummer 5, hier dieser Roboter, ihr wisst schon, anstellen könnte. Sei es drum, wir halten euch auf dem Laufenden und sind mindestens genauso gespannt wie ihr. Zwei neue Reviews haben wir im Angebot. Einmal King Kongs Deo Roller, das Album Gute Besserung erscheint am 10.07. und zum zweiten zur Single von Explizit, getauft auf den Namen Domina. Und zu dieser Single könnt ihr auch schon einen kleinen Einblick bekommen. Die Band hat nämlich einen 30-Sekunden-Teaser online gestellt. Hier läuft er ab und hier ist er auch nochmal verlinkt. Erscheint ja dann ebenfalls nächste Woche im Rahmen der GOND, beziehungsweise zeitgleich zur GOND. Ein Lichtblick gibt es von Haudegen, so soll nämlich das neue Album heißen, und am 25.09. erscheinen. Die wilden Jungs haben vor kurzer Zeit ihre EP rausgebracht. Feiernd in den Untergang, und feiernd in den Untergang geht es jetzt auch mit dem neuen Merch, was sie jetzt ein paar Wochen nach Release rausgebracht haben. Ist erhältlich im Shop und natürlich auf den ganzen Festivals und Konzerten und wo sie noch so alles sind. Ja, Berserker, die sind in den letzten Jahren immer positiv aufgefallen durch ein besonders hohes soziales Engagement, und das geht natürlich auch dieses Jahr weiter mit der Aktion Traumfänger. Das heißt, Berserker sammeln wieder Spenden für krebsleidende Kinder, denen irgendwelche Behandlungsmethoden verwehrt bleiben oder halt nicht von der Krankenkasse bezahlt werden oder denen man einfach mal den innigsten Traum erfüllen kann. Ich meine, es ist ja nicht so, dass diese Kinder nicht schon genug durchleben müssen. Da wäre es doch mal schön, wenn man denen mal eine Freude machen kann. Deswegen Hut ab, super Aktion sowas. Ich meine, ich denke mal, jeder hat 2-3 Euro übrig, die er da reinspenden kann. Es sind jetzt auf dem Glorreicher Lunken Festival und in Potsdam einiges an Geld schon zusammengekommen. Auf der GOND wird mit Sicherheit auch gesammelt, und auf der Facebook-Seite, die ich euch unten mal verlinkt habe, findet ihr alle Informationen dazu, wohin das Geld fließt, wie viel Geld eingenommen wurde, und auch eine Homepage soll es demnächst geben. In der Hinsicht halten wir euch auf dem Laufenden und sagen nochmal Hut ab. Ja, was gibt's nächste Woche? Das war's nämlich eigentlich schon mit den Nachrichten. Am Montag, also morgen, findet das Bremsspur-Special statt mit dem Kasper und der Band live mit Interview und Gewinnspiel und ja, was ist dem neuen Album natürlich, ganz klar. Darüber hinaus findet die GOND statt, und zur GOND habe ich noch ein paar Informationen für euch. Als erstes möchte ich euch nochmal auf das AGF Fancamp aufmerksam machen. Der Flyer ist für eine kurze Zeit hier drüben, muss aber gleich weichen, weil dann geht es nämlich schon weiter mit Informationen. Also, falls ihr Lust habt, schreibt der Perli und campt mit uns. Ja, wir freuen uns auf euch. Zweitens, Mobilfunkabdeckung. Ja, in den vergangenen Jahren war es bislang ja immer so, dass die eher bescheiden bis nicht vorhanden war. Jetzt soll sich das ändern. Werden mobile Masten aufgestellt. Ich kenne das nur von den Münchner Wiesen. Da gibt es das nämlich auch. Da stehen die überall rum, weil so viele Menschen auf einmal, da wird ja alles zusammenbrechen.
Auf der einen Seite habe ich jetzt schon Beschwerden gehört. Ja, man braucht doch eh kein Handy, was soll denn das? Und auf der anderen Seite, die finden es natürlich gut. Also ich denke mal, da ist für jeden was dabei. Wer es nicht braucht, der macht sein Handy einfach aus und schaltet es am Sonntag erst wieder ein. Ist ja auch völlig legitim, wenn man mal an so einem Wochenende einfach seine Ruhe haben möchte. Und im Hinblick auf die Akkusituation ja eher schwierig, das ganze Wochenende da erhältlich, mobil zu sein. Erhältlich. Ficken auf der Gond wird jetzt einfacher. Oh Gott, war der schlecht. Ja, ich denke mal so ein bisschen im Rahmen von Kikox Zero, der Song immer nur Ficken, gibt es jetzt einen Fickenstand auf der GOND. Schaut mal vorbei oder bei den anderen Ständen. Vorverkauf bzw. Reservierung ist noch dicke möglich. Das heißt, Abendkassentickets gibt es noch und sowohl Tages- als auch Festivaltickets. Falls ihr aber jetzt schon wisst, dass ihr noch hin möchtet und nicht den Abendkassenpreis bezahlen möchtet, könnt ihr die Tickets reservieren und im Vorhinein bezahlen bzw. auch dort vor Ort bezahlen. Die ganzen Informationen, die ich euch jetzt genannt habe, die findet ihr nochmal unten in der Infobox. Da gibt es einen so langen Post bei Facebook, in dem die nochmal alles beschrieben haben. Und dann würde ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank, dass ihr mir zugesehen habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, schreibt es uns in die Kommentare, warum nicht. Ansonsten sehen wir uns auf der Gond. Ich habe meine Kamera natürlich auch mit dabei und wir sind fleißig am Filmen. Und dann gibt es am Sonntag das GOND-Special-News-Nachrichten-Format. Keine Ahnung, ob ich schaffe, das am Sonntag noch zu schneiden. Also es kann auch sein, dass die nächsten News erst am Montag kommen. Mal gucken, ich will euch da nichts versprechen. Ansonsten ja, werde ich natürlich fleißig mit der Kamera rumlaufen, zusammen mit noch ein paar anderen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen sonnigen Restsonntag, einen guten Start in die Woche und dann wünsche ich euch viel Spaß auf der Gond oder was ihr sonst so an dem Wochenende treibt. Bis zum nächsten Mal, euer Sauberzieher.